Ich bin's AG und heute geht es um 6 Schritte, wie du ein Mädel klärst. Der Schritt 1 wäre der Gang. Der Gang macht jeder falsch. Die laufen ganz normal dahin, die laufen gechillt dahin. Falsch, nix von beiden. Du läufst, als ob dir die Stadt gehört. Schritt 2, der Blick. Der Blick kommt bei Frauen immer ganz böse an. Entweder du machst einen Blick, der richtig geil aussieht, oder du machst einen Blick, der perfekt scheiße ist. Du machst einen Blick, der für diese Frau zum Schmelzen ist. Vertrau mir. Das heißt, zeig dich von deiner Schokoseite. Schritt 3. Ansprechen. Viele Frauen hören von Männern, zum Beispiel wie: Hi, wie geht's, was geht's? Das wollen Frauen nicht. Die hören immer das Gleiche und wir müssen es umändern. Das heißt, du sprichst eine Frau genau wie: Hey, Bibi, Bibi, Bibi. Viertens, Anmachspruch. Ein Anmachspruch bei Frauen kommt immer gut an. Mach nicht so welche Anmachsprüche, die voll süß sind oder voll Pick-me-Boy. Verstehst du? Mach einen Anmachspruch, die sie zum Schmelzen bringt. Genau, ab diesem Punkt ist es sehr gut. Sie fängt auf einmal an zu lächeln. Sie lächelt so wunderschön. Und du willst natürlich, dass sie weiter lächelt. Das heißt, Schritt 5, bring ein Joke raus. Zum Beispiel: Ups, mein Besen ist mir runtergefallen. Könntest du mir eine runterholen? Frauen wollen gerne dominiert werden von Männern. Ich weiß auch nicht warum. Wer will geschlagen werden? Ich? Halt's Maul, John! Auf jeden Fall, sollte die Frau gehen und sie hat dir noch keine Nummer gegeben, dann wollen sie dominiert werden. Das heißt, du ziehst an ihre Haaren und dann, wenn sie dich leidenschaftlich anschaut, dann hast du es geschafft. Dann rumpft sie dich und dann hat sie dich geklärt. Und jetzt hast du eine Freundin, Mann. Jetzt weißt du, wie es geht. Also ich bin's, Agi, und das war's mit dem Video. Lass doch gerne ein Like da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen für ein Part 2, Part 3 oder noch mehr so welchen Videos. Auf jeden Fall Creator Coach Spezial mit. Ihr wisst doch Bescheid, bitte. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Gib's mir.